Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zum Let's Play Minecraft mit Jannis. Mein Mikrofon war gerade aus, komplett lost. Ja, ich habe heute eine Müllermilch dabei von gestern. Ist noch gut. Ich habe eine Mütze an, weil meine Haare sind eine komplette Katastrophe heute. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich war gestern Abend in der Sauna und habe danach meine Haare nicht gemacht. Und so sehen die heute aus. Ist ja aber auch egal, wir gehen einfach mal in das Let's Play rein. So, juckt euch ja nicht, was in meinem Leben so abgeht. So, ich würde sagen, was haben wir heute vor? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Also heute habe ich mir sogar ehrlich keinen richtigen Plan gemacht. Außer eine Sache, die ich heute testen wollte. Und zwar wurde mir gesagt, ich habe ja einmal gefragt, wie man diese Baumstämme bekommt, wo aber die Oberfläche glatt ist, und da meinten die Leute, mit der Axt muss man da irgendwas machen. Wahrscheinlich einfach Rechtsklick auf den Holzblock drauf, und das würde ich jetzt gerne einmal testen. Wenn ich jetzt hier... Ja. Wenn ich den jetzt abbaue... Entrindeter Birkenstamm. Ja, guck mal. So funktioniert das Ganze. Ja, vielleicht machen wir dann heute mal so ein bisschen Deko. Habe ich mir überlegt. Ist vielleicht ein bisschen, teuer, weil wir eigentlich ja gerade sowieso, also Holz eigentlich brauchen. Aber ich wollte mal gerade hier im Boden, so, mal schauen, wie das aussieht. Wenn man jetzt hier, kann ich die reinlegen und danach noch, ja, das geht, okay, sehr gut. So, zack, zack. So. Ich würde hier solche Linien reinziehen, glaube ich. Einfach ein bisschen mehr Struktur in den Boden zu bringen. Finde ich eigentlich sehr nice. So, dann würde ich das hier auch überall machen. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe, einfach weil ich gerade Holz im Inventar habe. Und dann gucke ich mal. So, hier fällt man gleich runter, muss aufpassen. So, zack, zack. Gehen ein paar von den Stufen flöten. So. Und hier nochmal. Zack. Nächste Linie einmal hier. Hier geht es natürlich auch unten runter. Eisen. Sehr schön. Achso, das ist hier diese Kiste. Genau. So, dann. Ja, hier nochmal. So. Und außerdem hier nochmal. Einfach, weil man das machen kann und weil ich diese Blöcke benutzen wollte, diese Birkenholzstämme, die entrindeten. Ich finde die irgendwie mega cool. Ich weiß nicht, also ich feiere die Form, also die Farbe, die Struktur. Ich finde, die sehen einfach mega cool aus. So, und deshalb machen wir das Ganze jetzt einfach mal so, zack, zack. Und dann einmal, so einmal hier rüber. Ist das... Ja, ist ein bisschen verbuggt. Okay. So, dann einmal hier rüber. Und hier rüber. Ich setze jedes Mal eine Fackel, ne? Was ist da los? So, hier rüber. Und zack, hier rüber. Schön. Ja, nice. Gefällt mir. Also ich finde das... Doch, ich finde das cool. Feier ich. Auch wenn das sehr dezent ist nur. Aber ich finde, das macht was. Genau, so, dann haben wir das jetzt einmal gemacht. Als wäre das jetzt voll die Arbeit gewesen. So, das Ding haben wir geschafft. Ich will mal gerade gucken, ob hier Bäume mittlerweile gewachsen sind. Okay, noch nicht. Wir haben ja jetzt hier letztes Mal die Trichter hingezogen. Wir brauchen eigentlich noch zwei weitere. Wir haben die ganzen Fische-Dings noch. Wir haben... Ich würde eigentlich sehr gerne mal irgendwie hier auch mit dem Lager weitermachen. Das Ding ist, wir brauchen so viel Eisen. Ich habe wahrscheinlich auch wieder gar nichts. 6 Eisen, also... Ja,
man kann schon sagen, gar nichts an Eisen da. So, Granit, Erde, Bruchstein. Knochen, wieso haben wir hier Knochen? So, Holz. Und, ach so, ja, stimmt, was wir machen können. Wir haben ja letztes Mal wieder ein bisschen Kies gefarmt. Da würde ich sagen, dass wir das Kies einfach schon mal ein bisschen weiter verarbeiten. So, und ich habe gesagt, hier soll nochmal so eine Gerümpelkiste reinkommen, ne? Wo alles Mögliche an Zeugs reinkommt. So, Kies. Zack, zack, zack. 3 Stacks. Dann nehmen wir Sand mit. Brauchen wir dann ja auch 3 Stacks. Und, das war kein ganzer Stack, moin. So, ich mache mal den wieder rein und nehme den mit. Dann ist das ganz genau ausgeglichen. Und hier nehme ich einfach mal 50 Farbstoff mit. Das muss reichen, also es ist mehr, als wir brauchen. So, und dann würde ich mal sagen, wie war das nochmal? Kies war außen, ne? Kies. Machen wir erstmal so, würde ich sagen. Zack, zack und so. Bam. Und dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr. So. Zack, zack, zack und zack. Bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau 6 Stacks. Ach, guck mal, und der weiße Farbstoff. Ich dachte jetzt 50, das ist so unnormal viel, aber ja, es hat sogar fast perfekt gereicht. So, dann will ich mir gerade mal so ein Steak geben. So, die hier, genau, die haben wir einfach zum Abbauen am Start. Dann würde ich sagen, machen wir mal so weißen Trockenbeton hier unten rein und dann fangen wir an, hier das Ganze einmal umzubauen, umzuformen. Von Trockenbeton zum normalen Beton. So. Bam, 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 bam. Bisschen Vorbereitung für oben. Boah, 6 Stacks, das ist schon ordentlich was. Also damit sollten wir oben sogar wieder gut was hinkriegen, meine ich. Weil wir haben, glaube ich, auch eine große Fläche, die wir ausfüllen wollen, ne? Also die ich ausfüllen möchte. Ja, mal schauen, wie weit wir kommen. So. Dün, 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 dün. Hier ganz wilde Jazzmusik jetzt am Start. So, der war natürlich fail. Zack. Und einmal wieder einsammeln den ganzen Krempel hier. So, haben wir gleich Stack Nummer 1 verarbeitet. Dün, 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 dün. Und Reparatur will ich ja immer noch irgendwie bekommen, ne? Also mit dem Angeln ist halt irgendwie, bis jetzt hatten wir da nicht so viel Glück, sag ich mal. Das ist aber, glaube ich, auch ehrlich sehr unwahrscheinlich, dass wir das da bekommen. Oder wir müssen halt ehrlich vielleicht nochmal zu irgendwelchen Dörfern hin und gucken, ob wir Bibliothekare finden. Man kann die, glaube ich, eventuell kann man sich die auch irgendwie züchten, so mäßig, habe ich gesehen. Aber erstens kenne ich mich damit nicht gut aus. Und zweitens ist das, glaube ich, anstrengend. I don't know. So, man kann theoretisch auch eine Eisenfarm machen, ne? Auch mit Dorfbewohnern. Das könnte aber auch ein bisschen filmig werden, weil man dann halt erstmal irgendwie Dorfbewohner bekommen muss. Oder man macht die, so hier, weißer Trockenbeton. Oder man macht halt die Eisenfarm dann in einem Dorf oder so. Aber das Ding ist, ich würde die am liebsten, wenn, dann hier in der Nähe haben, weil das hier unsere Basis ist. Aber wie gesagt, da weiß ich auch nicht genau, wie das funktioniert. Man muss halt irgendwie Dorfbewohner bekommen. Ich glaube, man kann irgendwie mit Schienen könnte man die theoretisch transportieren, aber das wäre ja auch voll der Aufwand. Extra aus irgendeinem Dorf Schienen bis hier hinzulegen. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Zurzeit jedenfalls noch nicht. Vielleicht irgendwann. Zukunftsmusik. So. Zack, zack, zack. Und wieder abbauen. Let's go. Jetzt will ich gerade so einen Schluck von meiner Müllermilch trinken, aber ich muss mich hier die ganze Zeit bewegen. First World Problems. So, zack, zack. Dann machen wir hier nochmal 32 Stück. Einmal wieder hier rein.
Und ich hoffe, dass in der Zeit auch die Bäume da wachsen. Wahrscheinlich, ja, mindestens einer sollte wachsen. Und wenn wir den dann abhauen, dann kriegen wir noch ein paar mehr Setzlinge. So, jetzt, ich gönne mir mal gerade kurz. Das ist übrigens so eine Sonderedition, irgendwie mit so Shake-mäßig. So ein schaumiges Ding. So. Das ist übrigens gerade bei mir ein Samstag, 13.38 Uhr jetzt gerade, also gerade die Mittagszeit, wobei ich eigentlich bis vor kurzem noch geschlafen habe. So, hier ist alles weißer Beton, hier ist nochmal Trockenbeton. So, und hier auch nochmal die zwei Stacks. Ja, und ich bin trotzdem irgendwie noch unnormal müde. So, der ist einmal, ja, so. Ja, wahrscheinlich werde ich sogar nach dieser Aufnahmesession mich einfach nochmal ins Bett legen und nochmal eine Runde pennen. Das Ding ist, ich habe vor heute Nacht, es ist zwar unnormal kalt draußen, also wirklich komplett. Also jetzt letzte Nacht zum Beispiel bei uns, ich habe im Auto geguckt, minus 18,5 Grad war so das Niedrigste, was ich so gesehen habe. Und also jetzt die kommende Nacht wird es wahrscheinlich ähnlich kalt werden. Vielleicht nicht ganz so kalt, aber schon, also minus 10 Minimum, so, ne? Und ich habe vor, Fotos zu machen nachts von den Sternen, weil die Bedingungen ziemlich nice gerade sind. Das heißt, ich werde mir so komplett den Pöter abfrieren. Aber ich habe Bock. Es wird wild. So. Wenn ihr die sehen wollt, die Bilder, die ich dabei mache, wenn die gut werden, das weiß ich jetzt noch nicht, müsst ihr mir bei Instagram folgen. Da poste ich die vielleicht in die Story oder so. Oder auf meinem Foto-Account. Vielleicht auf meinem Foto-Account. Ja, mal gucken. So. So, genau. Dann hauen wir hier die letzten zwei. Den letzten Stack müssen wir jetzt noch hier weghauen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. So. Ihr wisst ja auch ganz viel, glaube ich, von meinem so privaten Leben gar nicht. Ne? Weil ich gar nicht immer so viel erzähle. Ich konzentriere mich ja meistens nur auf das Minecraft-interne Zeug so. Aber, genau, also Fotografieren ist zum Beispiel ein übelst großes Hobby von mir, was ich so irgendwie in den letzten Jahren eigentlich so für mich entdeckt habe. Feiere ich komplett. So Naturfotos machen, auch mit Menschen, Shootings und so. Ich mache Hochzeiten teilweise, die ich fotografiere von Leuten, weil jetzt letztes Jahr zwar nicht so viel los, ne, wegen Corona so, haben viele Leute gar nicht geheiratet oder nur in sehr kleinen Kreisen so mäßig, aber ja, sowas zum Beispiel, Pärchenshootings, Freundesshootings, Autos teilweise ein bisschen, also alles Mögliche eigentlich, ja. So. Dann Landschaften. Landschaften ist wahrscheinlich das, was ich sogar am meisten feiere. Also weil man dann so unterwegs ist und einfach immer was erlebt dabei. So, dann haben wir jetzt ein bisschen was am Beton wieder am Start. Sehr cool. So, dann würde ich sagen, wir hauen mal gerade den Creeper hier hinten weg. Ich nehme mal Glas mit. Das müsste ja auch immer noch hier sein. Genau, zack, zack. Nehmen wir ein bisschen Glas mit. Für oben Holz. Gucken wir mal, ob da jetzt wieder was Neues gewachsen ist. Einmal gerade Lunzen. Noch sehe ich nichts. Ja, moin, einfach noch gar nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Soll ich mal, ich nehme mal einfach Knochenmehl und hau das Ding hier einfach komplett voll. So. Knochenmehl, es juckt ja nicht, wir haben ja so viel von den Knochen, ist ja alles entspannt, dass ich hatte sogar schon zwei Stück hier drin, ne? Machen wir mal. Komm. So. 10 wird zu, okay, 30, ja, dann können wir nochmal, so nochmal 10, dann hätten wir jetzt 60, 1, 2, 3, so 63. Hier, verkackter Bogen. So.
muss ich eigentlich auch mal alle wieder wegschmeißen. Diese Bögen, das ist doch so unnötig, dass die das droppen, ne? So, was haben wir? Knochen, so, zack. Genau, 63. Let's go. Das sollte jetzt klappen. Ich will das jetzt einfach mal, um zu sehen, ob die Bäume... Vielleicht bin ich irgendwie, keine Ahnung, hohl und die Bäume können hier gar nicht wachsen. Deshalb will ich das einmal... Okay, doch, es funktioniert. So, ne? So, es funktioniert. So, jetzt müssen wir halt auch Knochenmehl loswerden. Und deshalb, so, hau ich das jetzt auch einmal komplett hier rein. Zack. Und dann geht's auch wieder weg mit den Bäumen. So. Hier hinten. Da, okay, da komme ich jetzt... Ja, perfekt. Skills, Alter, Leute, ne? Meine PvP-Skills. Unzufrieden bin ich, dass ich dieses Birkenlaub eingesammelt habe. Zack, ab in den Trichter. Ja, jetzt liegt das da unten in der Kiste. Na gut, da soll es ruhig bleiben. So, die müssten sich jetzt langsam abbauen. Gut, dass das Ding nicht runterfällt, sondern hier oben drauf landet. Gut, so ein bisschen Schwund wird es dadurch halt immer geben, aber es reicht ja, wenn einiges an Zeug einfach hier ins Wasser fällt, runterfließt. Ja, genau, das reicht ja eigentlich aus. So, wir haben wieder ein paar Skelette. Wir haben jetzt einen Setzling. Einmal gerade kurz einen Überblick verschaffen. Glas für oben, ja. Holz haben wir halt gerade mitgenommen. So alles, was jetzt erstmal geht. Ich würde jetzt halt gerne nachpflanzen. So, und ich bin mal gespannt. Kann ich hier eigentlich... Nee, ich bekomme Schaden. Wahrscheinlich, wenn ich hier Fallschaden also hätte, ne, wie... Federfall, so. Also, Federfall, ne? Dann würde es wahrscheinlich klappen. So, guck mal, zack. 5 Setzlinge schon mal. Ach, ich muss mal gerade testen, ob man von oben auch an die Kiste drankommen kann, weil das wäre auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man da nicht immer... Tatsächlich nicht. Na gut, aber von hier, ne? Ja, von hier kommen wir halt dran. Okay, so. Dann nehmen wir das Holz einmal mit. Und hier sind noch mehr Setzlinge. Auch sehr schön. Und ja, moin. Also für diese Fälle habe ich hier hinten die Treppe gebaut. So, ist hier nochmal was? Nee, eine Fackel, die kann ich auch mitnehmen. Und auch direkt hier reinpacken. Guck, die zwei Bögen, ne? So, dann würde ich sagen, pflanzen wir jetzt einfach mal nach. Ich versuche das wieder so ein bisschen hier so verstreut zu machen, dass wir möglichst viel Laub bekommen. Ne? So, hier ganz am Rand nochmal. Zack, jetzt haben wir noch 2 Stück. Dann sagen wir mal hier einen und hier nochmal einen hin. Dass wir halt demnächst wieder möglichst viel Laub haben. Ne, weil jetzt haben wir aus 4 Bäumen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück gemacht. So. Und das heißt, wenn die alle gewachsen sind und wenn wir die alle wieder ab, also wenn die dann alle, ne, hier dieses Laub dann wieder auseinanderfällt, guck mal, sogar 9 Stück, dann sollten wir so viel haben, dass wir die ganzen Reihen voll bekommen, ab dem nächsten Mal dann, denke ich. So, kurz abgecheckt, alles klar. Vielleicht kommt hier noch einer raus, ist jetzt aber egal, wir haben erstmal genug nachgepflanzt, würde ich sagen, und dann gehen wir jetzt einmal hoch. Das heißt, erstmal runter und durch den Fahrstuhl einmal hoch. Und jetzt ist Nacht, oder? Ja. Und wir gehen wieder runter, Leute. Und wir metzeln einmal hier die ganzen Dinger um. Zack. Schöne Erfahrungspunkte getten. Die bleiben in den Teppichen hängen, vielleicht diese Erfahrungspunkte. Habe ich irgendwie das Gefühl. So, dann, was wollte ich gerade nochmal machen? Ein bisschen aufräumen vielleicht. Das ist mein Card. Ich dachte gerade, irgendwas hat sich da noch bewegt. Warum schmeiße ich mal... Wieso schmeiße ich mein Schwert runter? Moin. Lost. Ich wollte das Inventar öffnen und habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. So, weil ich diese Dinger nämlich wegschmeißen wollte. Und stimmt, ich hatte ja überlegt nochmal... Ne, nochmal
ein neues Portal zu bauen. Das war ja auch eine Überlegung von mir, weil das da oben bin ich sehr unzufrieden mit dem Spot. Eventuell einfach mal ganz unten eins bauen. Ich weiß gar nicht, ob das das beeinflusst. Also beeinflusst das, wenn wir jetzt auf dieser Welt, sage ich mal, weiter unten das Portal bauen, sind wir dann im Nether auch weiter unten? Oder ist das komplett zufällig? Das weiß ich zum Beispiel nicht, ne? So, Knochenmehl könnte hier rein, aber ich mach mal so. Weißer Farbstoff und zack, alles klar. So, komm, wir haben Patronen. Können wir oben auch noch mal eine Truhe aufstellen, wenn ja, komm, so ab nach oben. So, wir haben. Ich wollte schlafen. Zack. Boah, Kennt ihr das, wenn ihr denkt, da ist jetzt nur noch ein Schluck drinne? Das nehme ich jetzt komplett und merkt dann auf einmal, da ist doch ein bisschen mehr drin, als ihr gedacht habt, und das ist ein bisschen mehr als ein Schluck. Ja, das habe ich hier gerade erlebt. So. Hinten ein Creeper und Skelett sehe ich schon. Das heißt, wir müssen aufpassen. Hier könnte auch was in der Gegend sein. Das heißt, ich checke jetzt erstmal hier ein bisschen die Gegend aus. Scheint aber alles clean zu sein. So, dann würde ich sagen, außer hier natürlich, ne? Was ist denn das? Hallo? Ich gehe mal hier gerade über die Treppe runter. Ja, was ist das denn für ein Viech? Sag mal. Greift er mich auch an? Ja, er greift mich an. Alles klar. Dann war es das jetzt mit ihm auch. Also jetzt, noch nicht jetzt, aber gleich. Zack. Was hat der da auf dem Kopf, Alter? Freiwilliges Exil. Fortschritt. Was war denn das? Unheilvolles Banner. Muss ich das checken? Ist das. Unheilvolles Banner. Kann ich das aufstellen? Ja. Will ich das aufstellen? Nein. Das kann ins Museum, würde ich sagen. Ja, moin, witzig. Okay, alles klar. Ich würde sagen, so, ich mache mal erstmal hier zu. Clean machen. Und dann gehen wir jetzt einmal hoch und machen dort ja, das Dach fertig. So, das heißt, hier müssen wir einmal schön. So, zack, zack, zack. Erstmal verbaut. So. Das war mal wieder raus. Stimmt, diese Linie muss ja auch eigentlich raus. Oh, ich bin so schlau manchmal, ne? So. Ich mach mal hier erstmal alles zu. So. Die ganze Fläche. Weil dann kann ich mir auch besser vorstellen, wie das Ganze hier aussieht mäßig. Okay, so, dann ziehen wir das hier nochmal weiter bis zum Ende hin. So, nächster Stack. Na gut, die bleibt da oben drauf. So, einmal bis hier hin. Hier müssen wir natürlich auch, ne? Haltbarkeit, Effizienz ist auf jeden Fall sehr stark. Wie ist sie manchmal? Haltbarkeit, Effizienz. Wieso ist sie denn heute so langsam? Letztes Mal war die. Da war die viel schneller, ne? Oder nicht? Naja, so. Dann machen wir hier die Linie rein. Zack, 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 zack. Gerade diese großen Flächen, die fressen natürlich sehr viel an Material, so, ne? Genau, an dem Betonmaterial, aber es
lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. So, genau, hier hatte ich ja überlegt, so eine große Ecke hinzumachen und hier würde so eine Fläche hinkommen. Ich kann ja schon mal anfangen, das auszuheben. Ach, kann das sein? Ah, ich check das jetzt. Grasblöcke baut er viel langsamer ab als Erdeblöcke. Obwohl das für mich jetzt eigentlich nicht viel Sinn macht, aber guck mal. Ein Erdblock. Und also, ne, Gras. Jetzt ging es auf einmal auch schnell. Ja, aber doch ziemlich safe. Für Erde geht schneller als Grasblöcke. Moin, macht für mich halt ehrlich eigentlich keinen Sinn, aber. Na gut, ist halt so. So. Ich mache hier erstmal, wie gesagt, Platz, weil ich hier ja noch eine Etage unten sozusagen reinziehen möchte. So, das heißt hier, das muss alles raus. Vor allem solange das Erde oder Gras ist, geht das auch schnell abzubauen. Schneller als das Stein jetzt zumindest. So. Zack, 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 zack. Es wird halt alles so ein Innenraum sein, ne? So. Ich dachte mir, dass man dann so ein riesen, also so, ne, eine ganz hohe Decke hat. Hier in der Ecke. Muss halt dann überlegen, wie groß man das Ganze macht, ne, bis wohin. Eventuell bis hier. So, ich bin gerade halb am Überlegen und halb am Bauen. Sagen wir mal so, bis hierhin. Ziehe ich hier mal eine Linie hin. So. Für mich als Orientierung erstmal. So, dann ziehen wir hier oben eine Linie hin. So, dann würde ich hier die ganze Fläche auch einmal auffüllen. Zack, zack, zack. Und hier natürlich auch. So, hier würde das so zugehen. Und hier. Das bleibt offen. So, ich muss mal jetzt gerade sehr, sehr gut überlegen und jetzt brodelt hier gerade, was ist eigentlich das hier oben rechts da, ne? Da ist ja ach, das seht ihr gar nicht. Moin, bei mir ist da so, ihr seht das ehrlich gar nicht. Bei mir ist oben rechts, ihr seht das nicht, weil mein Ding zu klein ist. Guck mal, wenn ich das jetzt so einmal ziehe, das hier, ne? Also hier, das, seht. Das, jetzt seht ihr meine Maus. Das da oben rechts. Ne? Ich kann da drauf, aber irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So. Genau, das Ding ist hier. Ich schiebe das mal gerade wieder. So mittig hin. Ist das mittig? Ich glaube schon. Ich hoffe. Keine Ahnung. So. Wenigstens. Ja doch, das sollte mittig sein. So, ihr seht nämlich nicht meinen ganzen Bildschirm, sondern links und rechts sind so jeweils 1 cm bei euch abgeschnitten, weil das von der Skalierung sonst nicht passt. So. Genau, ich wollte mir hier gerade das Ding einmal angucken und zwar von außen. Ne? Sorry, wenn ich da jetzt so ein bisschen. Sorry. Was habe ich gerade gesagt? Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen gucken muss, aber warum? Nein, dafür entschuldige ich mich nicht. Das gehört dazu. Ein bisschen planen, ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, also was ich gerade überlege, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, hier eine Quarzwand zu haben. Oder ob ich dort lieber eine komplette Holzecke reinmachen soll. Ich glaube aber fast, dass mir das mit dem Quarz doch schon besser gefällt. Ja, ich glaube, dass mir das schon fast besser gefällt. Und hier
Und hier würden wir mit Holz arbeiten. So, lass uns das doch schon mal angehen. So, ich will mal gerade 16 Stück. Zack, für genau ein Stack. Ach so, moin, wir hatten ja 5 schon über. So, dann gehe ich mal gerade hier hin. Zack, dann würde ich hier nämlich Holz hinpacken. Wahrscheinlich unten eine Holzlinie auch reinziehen, die bis hier hingeht. So. Und dann würde es hier über die Ecke gehen. Und irgendwo hier würde das halt wieder hochgehen, ne? Also weil hier ja sowieso auch schon die, ne? Die Wand kommt. So. Sagen wir mal. Zack, hier ist noch Quarz. Also spät, was heißt. Moin, das ist Trockenbeton. Oha, okay, warte mal. Merke ich gerade, wir haben wahrscheinlich einen ganzen Stack vergessen. Na gut, dann lasse ich das erstmal. Und hier würde ich sagen, würde wieder Quarz hochgehen. Zack, 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 bis da oben. Dann kann das Holz hier eigentlich auch wieder raus. Weil ab hier hätten wir dann, also was, ich sag die ganze Zeit Quarz, ich meine aber weißen Beton. So, dann hätten wir hier die Betonwand und die würde hier oben wahrscheinlich entweder auch weitergehen oder wir tauschen die da sogar aus. So, jetzt wird es gerade dunkel. Ich mach mal erstmal schnell hier so ein paar Fackeln hin, dass es hier nicht so ganz dunkel ist. Moin, Trampelpfad gebaut aus Versehen. So, und wir haben hier noch kein Bett drinne. Das könnte ich dann eigentlich auch gleich schon mal machen. Ich gehe jetzt gerade erstmal nochmal runter zum Pennen. Und dann nehme ich mir, glaube ich, gleich nochmal so ein Bett mit. Und wir haben ja Glas am Start und dann können wir das gleich oben schon mal alles so weit zumachen, dass wir dort wenigstens schlafen können, wenn das überhaupt funktioniert mit den... wenn das überhaupt funktioniert mit den Monstern da drunter in der Monsterfalle. Danke dafür erstmal. Zack und weg mit dir. Alles klar, machen wir hier eine Fackel hin. Hier auch nochmal. Irgendwo hier scheint es noch ein bisschen dunkel zu sein. So, hier ist es irgendwie auch ein bisschen dunkel. Zur Sicherheit, ne? Alles klar, Erde. Haben wir auf jeden Fall einiges gerade gefarmt. Kann alles wieder rein. Brauchen wir nicht genau dieses Unheil. Ach, türkise Raute, hellgrauer Bannerfuß, grauer Pfahl, hellgrauer Bord, schwarzer Balken. Ach so, steht da drauf, wie das angefertigt wird. Ich würde sagen, lass uns das schon mal in einen Rahmen packen. Wobei wir brauchen ja keinen Rahmen, sondern... Und wir haben auch so eine Wasserflasche, die kann eigentlich auch mal hier rein. So genauso wie die Knochen, die können oben rein. Hier nämlich, ne? So, zwei Knochen. Eine Eisenerz könnte man eigentlich brennen, aber da bin ich gerade irgendwie zu faul. So, unheilvoll ist... Habe ich hier Schilder drin nochmal? So ein bisschen? Schilder. Einmal gucken. Sehe ich gerade nicht. Habe ich Stickies? Sehe ich auch nicht. Naja, so. Machen wir einfach mal welche. Ja, wir hatten ehrlich keine. So, zack. Mache ich mir mal gerade wieder Schilder. Gehen wir gerade hier hoch, weil dann würde ich sagen, unser erster Schatz, zack, den haben wir, unsere erste Rüstung, alles klar, ist auch gut. Und dann machen wir hier, vielleicht daraus bauen wir uns wieder so einen kleinen Sockel, einfach auf der gleichen Linie wie das, irgendwie so hier, ne? Keine Ahnung, so, zack, dann so. Wie heißt das Ding? Banner. Wie heißt das Ding? Geh mal wieder her, das Ding. Unheilvolles Banner. Unheilvolles Banner. Unheilvolles Banner. Unheilvolles Banner.
13. Februar 2021. So, Galerie erweitert. So, was sagen eigentlich die Bäume gerade? Einer ist gewachsen. Ja, ich lass die erstmal hier. Die sollen mal weiter gedeihen und wachsen und entstehen. Das ist alles cool. So, ich würde hier immer gerne wieder erstmal auf die Creeper konzentrieren. Ganz entspannt. Zack, 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 zack. Das ist doch fast nur Creeper hier. So, drei von den Dingern. So, auch einmal alles weghauen. Level 24. Stark. So, dann geht's einmal wieder nach oben. Bei weißer Trockenbeton. Das muss ich ja noch verarbeiten. Hier unten war das. So. Gehen wir einmal hier runter. Dann verarbeiten wir das auch einmal gerade schnell. Einfach vergessen den ganzen Stack. Ihr habt das ja wahrscheinlich sofort gesehen, als ich das gemacht habe und ich war wieder komplett lost und hab's halt nicht gesehen, ne? So wie immer. Ihr seid aber generell ja auch immer schlauer als ich und seht viel mehr und liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ihr alle zusammen so 1000 Augen habt. Und ich nur 2. So. Dann nochmal hier. Und nochmal hier. Und let's go. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich mal gerade nachrechnen, wie viel aus einem Stack Kies bekommen wir 2 Stacks von dem Beton, ne? Also wir brauchen jeweils ein Stack Kies und ein Stack Sand und bekommen 2 Stacks Beton daraus. Oder? Passt das? Ja, ne? Also ich rechne gerade in Kies, weil Kies jetzt so ein bisschen die Mangelware war. Das heißt, aus einem Block Kies kommen 2 Blöcke Beton raus, letztendlich. Genau, doch, das müsste so passen. Hör mal auf hier. Hallo, sag mal. Da war ein Eisen, perfekt. Ich wollte doch sowieso unten pennen und ich wollte das Bett mitnehmen. Alles klar, zack. Eisen, Pfeil. Ich wollte erstmal hier unten pennen. So, habe ich noch ein zweites Bett irgendwie am Start? Habe ich Wolle am... Ja, irgendwo muss Wolle sein. Hier vielleicht? Nee, hier? Nein. Hier drinne? Ja. 1, 2, 3. Nehmen wir uns mal 3 Wolle. Crafte ich mir einfach mal ein neues Bett, weil das hier unten würde ich gerne erstmal stehen lassen. So, und jetzt müssen wir uns das Ganze hier so einrichten können. Türen, ne? So. Zack, Bierpolstüren. So, 3 Stück schon mal. Türen. Bam, bam. Ja, bam. Glas. Ich nehme die Werkbank mit und stelle die einmal rein. Das ist unnötig, dass sie hier so am Rand steht, wo ich sowieso fast gar nicht bin. So, das heißt, zack, einmal hier rein. Wo habe ich mein Schwert auf Dings hier? Zack, einmal Rückstoß. Wo kommt denn das Viech her, Alter? Weg mit dir. So, stellen wir das mal in die Ecke hier hin. Zack. Nochmal Türen. 3 Stück. Und was wollte ich? Glas. Glas wollte ich herstellen. 16 Stück. Machen wir mal direkt so 64. Dann kommt hier eine Tür wieder rein. So, und hier, genau, hier wollte ich Glas reinhauen. So.
Und damit ist der Raum bis auf hier oben, der Durchgang, halt auch schon wieder fertig. Ne? Ich würde, glaube ich, hier Holz reinmachen anstatt Beton. So, für die Ästhetik. So, Türen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wobei wahrscheinlich gleich schon. So, zack. Hier würde ich schon fast vorschlagen, komplett Holz hinzuziehen bis hier vorne. Jedenfalls erstmal. Eventuell kann man dann später nochmal was hier, also das Holz wieder rausreißen und hier irgendwie ein Fenster reinziehen. Je nachdem, wie das von außen aussieht. Ich muss halt immer von außen gucken. Ne? Für mich ist das irgendwie wichtig, dass es von außen vernünftig aussieht oder also halt einfach, ja, einfach nice aussieht. Und genau, deshalb muss ich da immer gucken. Hier haben wir 1, 2, 3, sagen wir hier Holz, Holz, zack. So. Hier würde ich ja auch gerne eine Glasecke nochmal hinbauen. Einfach weil man, ne, wegen der Aussicht. Und weil wir hier drunter auch eine Glasecke haben. Ich mache das gerade schon mal rein. So. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die hier haben möchte. So. So. Irgendwann müssen wir hier auch überall Geländer hinziehen. So, und hier... Ja, stimmt. Eigentlich brauchen wir ja eine Tür, ne? Also, weil das ja hier auch nochmal so eine Terrasse ist, dann würde ich sagen, machen wir einmal den hier. Machen wir einmal den hier. Machen wir einmal den hier. Zack, und fertig ist diese Wand. So, hier wie gesagt... Stimmt, hier würde ich das dann einmal bis oben hinziehen. So am Rand auf jeden Fall. Zack. Da muss ich gleich auch nochmal von außen gucken. So, ich mache erstmal so ein bisschen Grundlinien. Dann reiße ich gerade mal hier den Beton wieder raus, weil meine Überlegung ist nämlich hier so eine riesen Glasecke hinzumachen. Und die sozusagen jetzt zwischen... Zack, bis hierhin, ja. Hier bei dem ganzen Holz reinzuziehen. Ich merke nur gerade, dass es auf der Seite hier vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Also ich würde es weiter nach hinten wahrscheinlich ziehen. Aber deshalb gucken wir uns das jetzt gerade mal kurz an. So. Also eine große Glasecke finde ich dort auf jeden Fall cool. Finde ich auch angebracht. Ja, aber das ist Beton, das muss ein bisschen weiter nach hinten, ganz safe, ganz, ganz safe, so. Das heißt, hier würde ich sogar sagen, zack, geht man bis hier hin, hier mit dem Holz hoch, das heißt, zwei Linien Beton müssen wieder raus. Also heißt diese eine Linie und hier die zweite auch. So, dann einmal das raus, zack, hier unten muss dann auf jeden Fall Beton rein. Eventuell würde ich sogar so, einfach, dass es ein bisschen natürlich wirkt. Und dann kommt hier so, so, so und so. Und hier so und so und so. Und hier überall Glas rein. Also Glasscheiben. Okay, ja, machen wir. Zack. Einmal bis hierhin. So, hier am Rand. Nächste Schicht. So, zack. Dann hier nächste Schicht. So, jetzt brauchen wir neue Glasscheiben. Hier müssen wir uns auch noch irgendwie einen Aufstieg hinbauen. Früher oder später. So, wo komme ich denn hoch? Hier kann ich hoch, ne? Zack. Hier ist die Tür. Ach, wobei, moin. Unsere Werkbank ist ja unten.
So, hier nämlich. So, dann würde ich sagen. So, so, so und so. Nochmal einen ganzen Stack. Bauen wir uns dann einmal und hier kommen wir, genau, hier kommen wir perfekt raus. Zack, zack, zack. Bis hierhin. Dann einmal hier. Und dann hier die letzte Schicht. Din, 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 din. So. Sehr schön. Glasecke. Dann. Nice, feier ich. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die Überlegung ist jetzt gerade so, ich würde hier wahrscheinlich dann trotzdem eine Holzwand hinmachen, auch wenn dahinter direkt eine, also es ist dann so eine doppelte Wand, aber für den Style würde ich das machen. Der Moin, der war komplett lost. So. Man kann sogar theoretisch hier so eine Lücke reinmachen und dann Regale oder so hier reinziehen, die dann in der Wand sind. Das ist immer ganz cool, wenn man so eine doppelte Wand hat, ne? Das bietet sich dann immer sehr gut an. Und hier könnte man halt auch wieder Beton reinmachen. Weil ich vielleicht sogar noch ein Stück weiter nach hinten gehen würde, damit man hier noch ein bisschen mehr Platz hat. Sagen wir mal bis hierhin, wo ich jetzt gerade bin. Hallo? So, zack, zack. Zwei Stück. So, jetzt haben wir hier nochmal die nächsten. So, so, so und so. Dann würden wir die hier natürlich auch miteinander verbinden. So und so. Und das würde hier auch alles nochmal rauskommen. Ach, das sind teilweise Granitblöcke. Gut, ich mache dann erstmal hier das Holz nochmal rein. Das Ding ist, hier würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Treppe noch hinziehen. Das fände ich ganz nice. Entweder eine, die hier direkt so runterkommt. Oder... Ja, das muss man sich sowieso überlegen. Ob man hier vielleicht noch irgendwie Wände oder wie man das Ganze gestaltet, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Da müssen wir uns was sowieso überlegen. Aber das würde ich nicht jetzt machen, sondern dann erst ein bisschen später. So, das heißt, hier wird auf jeden Fall so ein größerer Raum sein, ne? Das erkennt man ja jetzt auch schon. So, was ist eigentlich hier hinter? Ist einfach nur... So, wir können hier eine Holzwand hinziehen, ne? Um das Ganze schon mal so ein bisschen schöner zu machen. So, bis hierhin. Und jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Ja. Zack, zack. So. So. Auf umständlich angelehnt. Kann man jetzt theoretisch hier pennen? Ich will das mal gerade testen. Ich mache mal gerade die Tür zu. Nee, ist ein Monster in der Nähe. Also die hier drunter. Kann man hier theoretisch pennen? Ja, guck mal, hier würde das schon gehen in der Etage. Das ist vielleicht gerade ein bisschen risky, wobei es sollte, ja, sollte eigentlich klappen. So, guck mal, das heißt, in der Etage können wir auf jeden Fall ein Schlafzimmer reinziehen. Da unten zwar noch nicht, aber hier oben. Und das reicht mir aus. Also das ist in Ordnung. Hier unten... finde ich, passt sowieso jetzt irgendwie so kein Schlafzimmer rein, so vom Stil her. Weil das ja schon fast Keller ist. Wobei, also nicht Keller, aber das ist, nee. Also das ist Erdgeschoss, so. So ein kleines Erdgeschoss. Und hier oben ist dann sozusagen die große Lobby, ne? Sieht man jetzt, glaube ich, auch schon, dass das Haus in dieser Etage hier ziemlich groß wird. Kann man, glaube ich, schon so ein Stück weit erahnen. Und ich will das gerne sogar nochmal ein gutes Stück größer machen. Das Witzige ist, von der Seite wirkt das ja voll klein, also von der Höhe. Man denkt ja, dass das nur diese eine Etage ist. Vielleicht kommt sogar noch eine weitere Etage oben drauf, Leute. Wer weiß, wer weiß. Aber das haben Gebäude, die am Hang gebaut sind, halt an sich, ne? Dass die von einer Seite dann immer
halt viel riesiger wirken als von der anderen Seite. So, hier nochmal Holz hin. Und hier, so, da muss ich einmal gerade durchgreifen. So, der Baum muss weg. Ist hier noch ein Baum? Nee, nicht direkt, ne? Nee, der Baum, so, das passt. Dann würde ich sagen, dass wir hier hinter die Bäume auch schon mal alle wegreißen. So, dann hier auch nochmal. Hier, weil früher oder später müssen wir, also werden wir das Haus halt hier in die Richtung auch nochmal erweitern. Und ich sehe die Leute jetzt schon fragen, ne? Kannst du ein Tutorial davon machen? Das Problem bei solchen Häusern, also wenn ich jetzt ein Tutorial davon machen sollte oder würde, das ist ein Haus, das ist nicht auf einer geraden Fläche gebaut, sondern das passt hier halt rein, weil es auf, weil der Berg genauso geformt ist. Ich passe ja sozusagen das Haus an den Berg dran an. Und das würde bei euch dann halt wieder nicht funktionieren so. Deshalb finde ich das immer schwierig, dann so ein Tutorial zu machen. Also von, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einige checken das zumindest, denke ich mal. So. Jetzt die Frage, was mache ich hier? Was mache ich hier? So, hier bräuchten wir halt irgendwo auch nochmal einen Eingang, würde ich sagen. Der wird sich auch sogar fast schon hier anbieten, weil man hier direkt dann die Treppe hat. Sagen wir mal... So, würde sich ja schon ganz gut anbieten, finde ich. Dann könnte man... Wenn man hier nochmal Glas hinmacht irgendwie. So, dann vielleicht bis hier hin. Bin gerade am Überlegen, wie ich das hier gestalte. So, und dann... Zum Beispiel so, das Ganze hier abschließt auf der Seite. Bin ich eigentlich, glaube ich, zufrieden mit. So, ne? Tauschen wir mal gerade hier den Boden aus, dass hier auch überall schön Quarzboden ist. Ach, Quarz, ich sag die ganze Zeit Quarz, Beton. Weißer Boden. So, das ist, was ich meine. Weißer Boden. So, dann reißen wir hier einmal gerade das Zeugs alles raus, weil das wird ja hier die Ebene vom Haus sein. So, zack, zack, zack. Ne? Und dann würde ich hier auch überall weißer Beton reinkommen. Guck, wie schnell das geht, wenn hier nur Erde ist. Und Gras muss man, glaube ich, nicht checken, warum das viel länger dauert, ne? Okay, genau so. Dann füllen wir hier einmal diese Fläche schon mal aus. Zack, 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 zack. Einmal alles voll machen. So, nächster Stack, zack. Dann haben wir den und einen weiteren haben wir noch. Aber ist okay, wir kommen doch schon ein Stück weit voran auf jeden Fall. So, dann würde ich hier hinten... So, hier würde ja auch eine Wand sein. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wie weit. Und wie gesagt, eventuell kommt hier ja auch noch eine Etage oben drauf. Es kann sein, dass ich das noch mache. Aber erstmal hätten wir hier eine schöne Wand. Ich ziehe das mal gerade bis hier hin. Na, wie gesagt, vielleicht ziehe ich das auch alles hier nochmal weiter. Das kann gut sein. So, dann müssten wir aber hier auf jeden Fall auch alles rausheben. Zack, zack, zack. So, und dann erstmal vielleicht die Decke draufziehen. Und jetzt der letzte Stack. Für die Fläche sollte das noch ausreichen. So. Hier ein paar Fackeln dran. Immer ganz wichtig, alles schön ausleuchten. So, hier auch ausleuchten. So, wir haben Glasscheiben. Die machen wir dann schon mal hier rein. Hier würde eine Tür reinkommen. Das heißt, ich packe hier oben auch schon mal Glasblöcke rein.
Und hier, wie gesagt, da weiß ich noch nicht genau, ne? Aber ich würde das Haus auf jeden Fall hier auch noch ein Stück weiter in die Richtung ziehen. Also mindestens so ein Zimmer würde ich da noch reinbauen. Genau, weil hier unten, ich will hier halt so eine Ebene haben. Die kann ich ja schon mal so ein bisschen ausheben. Ich will hier so eine Ebene haben, wo so eine Art Balkon ist, wo man dann von hier oben auch so runter gucken kann, ne? Und hier wahrscheinlich genau das gleiche auch. Und dahinter hätte ich aber gerne nochmal irgendwie ein Zimmer. Vielleicht ein Bürozimmer oder so. Vor allem, wenn man dann hier in dem Zimmer ist, wirkt das so, als ob man fast im Keller ist, ne? Obwohl man schon voll weit oben ist. So. Gehen wir hier einmal raus. Zack. Und jetzt, so, verschwenden wir mal unser restliches Beton. Alles, was noch da ist. Okay, so, beziehungsweise wahrscheinlich ziehe ich die Wand sogar später komplett bis hier hin, aber erstmal, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht lassen wir hier so eine kleine Einkerbung. Könnte eigentlich auch ganz cool aussehen, ne? Vielleicht mache ich das sogar noch ein bisschen enger hier. Hm, lass mich mal gerade kurz gucken. Kriege ich das? Ich esse mal den Apfel. So, dann kriegen wir das Beton auch wieder zurück. Sagen wir, wir machen da oben so eine Luke oder sowas rein. Hm. Gerade meine Überlegung. Ist eventuell so. Hier Beton drauf. Bis hier. Wenn man das so abgrenzt, da hätte man hier so einen kleinen Raum mäßig. Also nicht viel Platz, aber so ein bisschen. Und das wäre so ein Außenraum. Wo man vielleicht sogar so einen kleinen Garten oder so reinmachen kann, ne? Wie so einen kleinen Indoor-Garten mäßig. Also so halb Indoor, halb Outdoor. Garten. Naja, jetzt sind uns auf jeden Fall wieder die Betonblöcke ausgegangen. Das heißt, hier können wir dann erstmal nicht weiter dran arbeiten. Aber so, das ist eine kleine Idee, die ich jetzt irgendwie hatte. Und ich glaube, das könnte sogar ehrlich richtig cool aussehen. Müssen wir uns mal überlegen. So, das heißt, ich würde wahrscheinlich hier, nee, hier. So, zack. Hier eventuell. Hier wäre ja dann eine Linie. Das Beton würde bis hierhin gehen. Zack. Hier könnte ich dann so. Ja, oder man zieht das dann komplett bis hier hinten rüber. Und hier so eine komplette Glasfront reinmachen, ne? Hm. So, dann würde man hier die zwei rausreißen. Hier drunter sind dann auch nicht mehr relevant. So, ich will mal gerade kurz gucken. Mond ist jetzt egal. Hier komplett Glas rein. Zack, und da so ein Garten. Könnte ehrlich ganz cool werden. Ja, könnte ganz nice sein. Naja, so. Ich mache mal gerade erstmal dann 1, 2, 3, 4 bis hierhin. So. Muss ich mir nochmal überlegen, wenn es soweit ist. So, ich lasse das jetzt erstmal hier an der Stelle. So wie es jetzt aktuell aussieht, so hier vielleicht noch ein paar Fackeln dran, weil es hier immer noch ein bisschen dunkel ist. Und jetzt wird es gerade auch wieder dunkel. Ich kann ja einfach mal wieder hier ratzen.
So, ich muss sowieso noch mal gucken, auch wie ich dann freiwilliges Exil. Freiwilliges Exil. Töte einen Räuberhauptmann. Ziehe möglicherweise in Betracht, dich vorerst von Dörfern fernzuhalten. Kann das sein, dass Dorfbewohner mich jetzt grundsätzlich hassen? Oder ein Problem mit mir haben? Das könnte sein, ne? Also es hört sich gerade so an, als ich das jetzt gelesen habe. Gut, so. Ich will jetzt gerade mal nochmal von außen gucken, wie das Haus bis jetzt aussieht. Weil ich glaube, das wirkt schon mal ganz cool. Also jetzt so von den, ne, wenn man von ein bisschen weiter weg guckt. Doch, auf jeden Fall. Also ich finde, das wirkt schon sehr nice. Tschüss, weg mit dir. Ja, doch von der Seite finde ich, wirkt das schon ehrlich sehr nice. Hier kann man gucken, dass man vielleicht hier sogar noch eine Treppe irgendwie runterbaut oder dann hier sich an den See anbaut, vielleicht einen Steg und so da noch hinzieht. So, das kann man ja auf jeden Fall alles ganz cool machen. Dann kommen hier noch so Geländer drauf, dass man da halt nicht runterfällt. Oben muss ich gucken, dass man da, ja, vielleicht passt da sogar noch ganz gut eine Etage drauf. So, wenn man die ein bisschen weiter nach hinten zieht, so in die andere Richtung, da haben wir ja auch sowieso noch Platz. Ich guck mal gerade von der Seite oder von diesen Seiten hier, wenn man von ein bisschen weiter rechts guckt, von hier, finde ich auch ganz cool hier mit den Treppen, so die zwei, die hier so seitlich hochgehen. Hier unten ist ja einfach die komplette Monsterfalle so. Und das denkt man jetzt auch nicht, ne, dass da einfach eine Monsterfalle drunter ist, aber ist es. Von hier finde ich das auch cool, hier mit diesen kleinen Überdachungen da bei der Treppe, feiere ich auch sehr. So, wenn man von hier guckt, so dass das hier abgeschlossen ist, finde ich cool. Hier würde wahrscheinlich bis hier mindestens Quarz rüber gehen. Einmal hier und dann hier nochmal rechts rüber. Das würde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, und wie gesagt, hier hinten rechts würde das Ganze ja nochmal ein Stück weiter gehen. Ja. Genau, so, wobei, ich merke gerade, dieser Innenraum, kann auch sein, dass wir den vielleicht doch gar nicht machen, sondern komplett raus, also, weil ich ja oben drauf nochmal, wenn ich da noch eine Etage draufziehen möchte, dann muss das ja hier drüber sein. Ja, das entscheiden wir, wenn wir wieder, wenn wir wieder ganz viel Beton haben, so, vorerst. Bin ich zufrieden mit dem, wie es jetzt aussieht und würde sagen, ich gehe mal erstmal wieder runter. Ich gucke da mal gerade, was mit den Bäumen passiert ist und dann werde ich wahrscheinlich gleich auch schon wieder einen Aufnahmeschluss, einen Aufnahmecut machen, weil ich jetzt Bock habe, irgendwie gleich mich nochmal kurz hinzulegen. So, bin doch ein bisschen müde gerade. So, zack, zack, hauen wir alle mal weg. Die Kollegen auch. Kollegen auch natürlich. Guck mal, wie die wegfetzen da nach hinten durch den Rückstoß. Zack, wir haben jetzt okay ein paar Bäume. Würde ich sagen, let's go. Einmal zack, erster Baum weg. Zack, zweiter Baum weg. Gehen wir einmal rüber auf die andere Seite. So, dass das Laub auch schön abgebaut wird. So. Habe ich schon gesehen, da ist ein Setzling rübergeflogen. Dort ist auch noch mal einer. Ja, okay, so. Ach, wir haben sogar drei Stück sogar noch hier. Dann lass mal noch kurz so die da runterschmeißen. Dort sind die ja erstmal ganz gut aufgehoben. Zack, genauso wie den schmeißen wir auch. Moin, da ist einer. Ne, gut, aber ich glaube, wir kriegen genug. Ne, so. Sagte er, aber wollte trotzdem nochmal auf Nummer sicher gehen. So, okay. Genau, wie gesagt, an der Stelle würde ich dann sagen, ich mache hier erstmal ein Aufnahme-Cut. So, das haben wir heute erreicht. Oben das Haus haben wir gut weitergebaut, sogar ehrlich einiges. Ist auch sehr cool. Haben zwar kein neues Eisen bekommen, weil wir nicht in der Mine waren, aber ist okay, machen wir dann vielleicht nächstes Mal wieder oder ein andermal. Ich würde sagen, an der Stelle, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, morgen, was auch immer bei euch gerade ist. Und haut rein. Ciao. Ciao.